Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate. Wir sind weiterhin in meinem allerersten Evolving Gauntlet. Die ersten zwei Losses aufgrund von Mana Screwed bekommen. Dann habe ich mal genügend Shards bekommen und einen Sieg errungen. Ein paar neue Karten dazu erhalten. Den habe ich hinzugefügt und den habe ich hinzugefügt. Dafür habe ich zwei eher schlechte Karten wieder rausgenommen. Ansonsten bleibt es, mal den Charts habe ich mir mehr Blatt gegeben. Das schauen wir mal, ob das so passt. Ansonsten, ja, schauen wir einfach mal. Ich brauche einen weiteren Gegner. Sehr gut, ein neuer Gegner. Ich stehe 1-2, also das könnte mein letztes Match sein. Dann könnte es ein kurzer Part sein. Schon wieder ein Wenn. Starstorm. Mist. Das ist ja gar nichts. Das will ich mulligan. Das ist doch was. Damit kann man arbeiten. Gut, das sehe ich ungern. Das ist die einzige Karte mit zwei blauen Shards. Wir spielen auch gegen einen, der Spinnen mag. Unangenehm, aber scheinbar sind die sehr verbreitet. Gut. Mein Gegner braucht noch. Habe ich angegeben, dass ich anfange? Ich glaube schon. Oder nicht? Kam das schon? Okay. Können wir mal machen. So, der Gegner ist dran. First Phase. Super. Der spielt auch nicht wirklich was. Ich bringe schon mal meinen ersten Wenn raus. Das ist gut, wenn ich jede Menge Wenn draußen hätte. So, er hat die richtigen Farben. Chooses and discards a card. Ein Pain Breeder. Angriff! Block oder nicht Block? Nicht Block. Boah, bist du laut, Junge. Also für mich ist es zumindest laut. Der hat mir schon mal ein paar Spinnen verpasst. Nask Webguard, nicht schlecht. Block ich gern. Ich hab was zum Wegwerfen, habe ich kein Problem mit. Dich. Das ist zwar eine gute Karte, aber bringt mir gerade nichts. Blau oder weiß könnte ich jetzt gut gebrauchen. Komm, ich will dir auch ein paar Eier verpassen. Gut. Bei mir beginnt's schon. Und die sind schon stärker. Zwei Karten ziehen und dann ist sein Zug schon zu Ende. Gut. Der Hatchery Priest ist echt mächtig. In diesem Format. Natürlich sofort den Priest triggern, weil mehr Eier. Wir brauchen mehr Eier. Ressourcentechnisch, wie sieht's aus? Dann könnte ich auch noch eine blaue gebrauchen. Jetzt habe ich sie blauen weniger rein. Unblockable. Nicht schlecht für so eine Art von Deck. Es ist die falsche.
Stets defaults. Aber er kriegt mehr Eier. Er kriegt immer mehr Eier. Oh oh. Und ich auch. Abominate. Nice. Riesige Kreatur, die ordentlich Damage machen kann. Und unblockbar ist. Ich hätte da Lösungen dagegen, aber die brauche ich erstmal. Sonst ist das... ist unsere Reise bald beendet. Ach, dieses Metal. Was? Quick Troop, Flight. Nein! Okay. Weg damit. Juhu. Ja, seine Shenanigans habe ich geschafft. Ein weiteres Spiderling. Ein Spiderling hat er bekommen. Das bedeutet zwei Züge. Ich muss ihn in zwei Zügen besiegen. Boah. Finally. Habe ich auch. Hoffentlich sind da ein paar Spinnen drin. Boah. Sehr mächtig. Tja, dann muss ich halt hoffen, dass jetzt bei ihm eine Spinne rausploppt. Oder ich anderswo irgendwo Damage herbekomme. Stimmt, er dürfte nicht blocken, sonst hat er nicht dann zwei... Oh. Moment. 7 Schaden. Bitte keine Quick Troop. Wenn er jetzt irgendwas hat, habe ich verloren. Wenn nicht, habe ich gewonnen. Das hängt jetzt von ihm alles ab. Ich hab verloren. Das bringt alles nichts mehr. Ich habe verloren. Ach, Mist. Oh. Den sein Counter, das war das, was mich vernichtet hat. Sein Counter. Tja. Ja. Dann schauen wir mal, was ich gewonnen habe. Cheery Songbird. Visage of the Masquerade. Scorn of Oberon. Rotten Rancor. Das sind die Karten, die ich gewonnen habe. Received. Deswegen. Alternative Art. Oh, das ist nochmal per Text vorgehoben. Schade, die Anzahl fehlt. Ja, dann schauen wir doch mal. Visage auf der Maskerade. Hat sich denn diese Run gelohnt? Visage auf... Nein. Also, das ist erstmal hier nix wert. Würde ich mal so sagen. Dann Scorn of Oberon. Scorn of Oberon.
Das ist noch schlechter. Und als letztes Rotten Rancor. Rotten Rancor. Oh, die ist anscheinend ein bisschen was wert. Aber prinzipiell, sagen wir mal, 250 Platin gewonnen. Das war ein herbes Verlustgeschäft. Schade. Naja, war zwar ein kurzer Part, aber wegen Mana Scroot hat es einfach nicht anders sein sollen. Das war aber ein sehr spannender Kampf jetzt noch. Ah, das hätte man. Hätte nicht. Oh, hätte ich vielleicht. Oh, hätte ich vielleicht früher blau gezogen. Ja, vielleicht fürs nächste Mal muss ich aufpassen, dass ich wirklich mich bloß auf zwei Farben beschränke, weil drei Farben ist echt herausfordernd. Aber wenn man halt nur schrottige Karten bekommt. Ich hätte ja gerne vielleicht Blut. Ja, bei Blut haben die Removals gefehlt. Vielleicht ist Weiß und Rot nicht schlecht. Weil Weiß hat anscheinend viel mehr Removal und so Combat-Tricks. Und Rot? Davon erwartet man zumindest ein bisschen Burn. Aber was auch fehlte, ist natürlich irgendeine Rare, die mir den Sieg bereiten könnte. Irgendwas Starkes, eine Kreatur wenigstens, irgendwas sowas. Das fehlt alles. Vielleicht machen wir nächstes Mal noch. Vielleicht nicht. Werden wir sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.